Aber an sich läuft, würde ich sagen. Und das ist okay. Haben wir eine neue Quest, die vielleicht nicht so. Ne, haben wir nicht. Ja, mittlerweile fertig. Okay. Eine Edelwicke. Na gut, dann Linus. Können wir kein Geschenk geben, oder? Nee. Mani können wir ein Geschenk geben. Nee, das war sammeln. Was hier? So, wenn das auch fertig. Dreißig Sommersonne. Habe ich eigentlich gerade keinen Platz für weder die anzubauen. Ich habe den Platz, die anzubauen, aber ich habe nicht die Ausdauer und alles dafür. Ja, das. Oh, ich glaube, das können wir eigentlich nicht machen. Ich glaube, das können wir eigentlich nicht machen. Ihr habt noch nicht offen. Gehen einfach so runter, weil er kann von 1 bis 39 überall droppen. Und hier sehen wir wenigstens was. Irgendwelche Trockner, das ist eine Frechheit. Das ist auch nicht so schlecht. Da hätte ich noch das Dingsteak. Ah, ich glaube, das war sogar die beste Entscheidung. Ich glaube, ich kann auch mal ein bisschen Quarz verkaufen. Ich weiß gerade nicht, wofür ich Quarz brauche. Und ich habe so viel davon aktuell. Gerade so lange, bis wir ein, zwei Erdkristalle haben, immer hier runtergehen. Ja, ich glaube, ich habe wirklich ein paar Kristalle verkauft. Okay, das ist nur Stein. Ja, aber ein bisschen mehr drin als nur Stein. Es gibt bestimmt Profis, die sagen, ey, hau doch nur die orangenen, roten, grauen an und dann kriegst du das, was du suchst. Ich bin leider keiner. Für mich ist das alles nur anderer Stein, aber alles irgendwie das gleiche. Know what I mean? Grünalge. I just need. Ah, zwei Erdkristalle wären nicht so schlecht zu haben gerade, aber ich brauche nur einen. Und dann muss ich runter bis zur Stufe 80 plus und da kann ich dann Feuerquarz finden. Ah, könnte noch interessant werden. Es noch interessant wird. Gut, jetzt habe ich nur das Frühstück.
Das werde ich aber, glaube ich, nicht verwenden. Ja, drei Geoden. Vielleicht kriegen wir aus der Geode einen raus. Ein Erdkristall. Mir geht es eigentlich nur darum, die Loren zu kriegen, weil wenn ich die Loren habe, dann kann ich ein bisschen länger hier bleiben, weil du damit instant oder nahezu instant zu Hause bist. Deswegen wäre es gar nicht so verkehrt. Das habe ich gerade, jetzt bin ich gerade so einen Gedanken verloren. Haben wir die Treppe? Hat sich erledigt. Gibst du auch Energie, ne? Gibst du Energie? Sind halt einfach mit dem. Wir sind halt einfach überall schneller, wenn wir das Lorensystem haben. Deswegen wäre es halt wirklich nice zu haben. Es würde so vieles vereinfachen. Aber es sieht dann aus. Ja, wobei mittlerweile 4 Geoden. Also zumindest gedroppt, da haben wir echt kein Glück. Ich glaube, die muss man auch aufheben, ne? Ich glaube, die sind wieder Quarz. Wäre schön, wenn wir mal einen sehen würden, wenn ich das wissen würde. Dressbrücken? Oh, Kirschbrücken. Kirschbrücken ist auch okay. Da, genau, so. Okay, aber das ist gut zu wissen. Ich war mir halt nicht sicher, aber jetzt bin ich mir ja sicher, weil wir einen haben. Und das ist gut zu wissen, dann brauche ich nämlich wirklich nur auf der Suche durchrennen, alles angucken und dann. Hast du jetzt die Treppe oder habe ich die Treppe schon wieder übersehen? Ah, du bist da. Genau, aber dadurch, dass sie so aussehen, kann ich jetzt hier eigentlich durchrennen, mehr oder weniger. Auch nur die Treppe. Und dann ist gut. Na komm schon. Kupfer brauche ich gerade nicht. Ich hätte gerne nur ein Erdkristall so zur Reserve. Ich aber auf die Uhr gucke. 1940. Ah, ich habe dafür eigentlich noch zu viel Energie. Also nicht weiterzumachen. Schon mal gesehen. Aber die ist eh verschwunden, oder? Kann das sein? Hier ist sie noch, aber ich kann nicht angreifen. Uhr. Wir gehen jetzt. Gucken wir mal schnell. Wir müssen ja eigentlich mal fischen, ne?
Ah, naja, okay. Wir müssen jetzt raus, sonst wird zu spät. Schwert werde ich wohl auch nie verkauft kriegen. Hey, wo mit der Lore wieder dann rauskommen? Wir kommen unglaublich raus beim Bus, ne? Okay. Ja, wir müssten beim Bus rauskommen und dann brauchen wir nur nach rechts gehen und nach links gehen und sind draußen. Das macht halt vieles einfacher. Dann kann ich noch wegräumen. Wap, du gehörst da nicht rein. Du gehörst da rein, du gehörst da rein, du gehörst da rein. Dich bringe ich nach Gunther morgen. Erdkristall, bla. Ihr gehört da auch nicht rein, dafür haben wir doch dich hier, oder? Genau. Genau. Müssen wir hier nach Hause? Betreten. Jetzt habe ich noch ein Problem. Dass das Amazon-Paket gleich kommt. Ich drücke mal nicht weiter. Wir machen mal eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich das ansage. Ihr kriegt es gar nicht mit, wenn ich einfach Pause drücke. Egal, Freunde. Bis gleich. Kennt ihr das? Ihr kauft für jemanden Sachen und der macht euch so fertig. Und weiß nicht, was er will, dass ihr dann die falsche Sache kauft. Wobei ich muss sagen, das ist nicht nur meine Schuld, das ist tatsächlich auch Amazon Schuld, weil das ist eine Seite, ich sollte einen MP3-Player kaufen. Frag mich nicht warum, ich weiß Smartphones, ne? Aber ich sollte einen MP3-Player kaufen. Und dieser MP3-Player hat bei Amazon auf der Produktpage 3 Stück mit Bluetooth. Und dann danach kommen nur noch Farben. Und ich habe nicht richtig gelesen. Und diese anderen Farben als die drei haben keinen Bluetooth. Ja. Nervt mich nur hart. Und das eigentlich wäre mir das nicht passiert. Ich muss sagen, ich habe da nicht drauf geachtet. Aber für den ich hier das gekauft habe, die. Ja, die ist auch so. Entschlossen, wie ich weiß nicht was. Also, ja. Blöd gelaufen. Aber es ist trotzdem nervig. Jetzt. Ja, das kann ich schon. Habe ich eine Sense? Den Rest nicht kaputt machen. Ach so, na, da war die Haare. Ja, ich ärgere mich minimal. Bei den anderen, den ich für sie kaufen wollte, den wollte sie nicht, weil der ist jetzt so klobig und was weiß ich nicht. Das ist jetzt dann der zweite und das heißt, dass ich dann jetzt höchstwahrscheinlich den dritten kaufe. Amazon denkt, oh, ich bin bescheuert, ey. Nein, ich weiß nicht, wofür man ein Smartphone hat. Sogar noch das aktuelle oder das aktuelle vom letzten Jahr. Ich bin mir gar nicht sicher. Samsung.
Und ach man, will aber einen MP3-Player. Ich kann euch das leider nicht beantworten. Das ist bin nur minimal genervt von der ganzen Sache. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, bei dem MP3-Player hat jetzt meine Schwester, ich glaube, die guckt halt eh nicht, nichts mit zu tun. Das ist schon mein Fail, weil ich nicht ordentlich gelesen habe. Ist aber auch ein bisschen blöd, wenn die alle gleich aussehen und nur bei dem einen noch Bluetooth mitsteht und du nicht drauf achtest. Und dann, ja, ist blöd beschrieben. Ist trotzdem meine Schuld. Die Umstände, wie es dazu kam, sind allerdings auch wirklich nicht schöner. Nicht besser. So, jetzt ist die Frage. Habe ich noch zwei drin? Ja, habe ich noch. Dadurch, dass das Heu jetzt weg ist. Mal gucken, was wir verkaufen können und was nicht. Aber wir haben die Sommersaat, ne? Die können wir machen. Den habe ich jetzt verkauft, okay. Keine 10. Nee, dann können wir. Pflanz sie nochmal Heu an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann holen wir erstmal 8 Blaubeeren und dann gucken wir noch, was wir allgemein noch haben. Auch an Money und so. Ich weiß gerade nicht, ob wir noch eine Flunde haben. Gut, alles nervig. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, die fliegt für 2 Wochen nach Amerika. Jetzt am Samstag. Dazu muss ich sagen, weil ihr das später seht. Ich nehme es am 7.11. auf. Und sie fliegt am 11.11. nach Amerika für 2 Wochen. Ja, und rate mal, für was sie den MP3-Player gerne hätte. Jetzt müssen wir tiefer, jetzt müssen wir weiter schürfen. Ich brauche noch Schnellwachstum. Ich glaube schon fast, wir kommen heute nicht mehr. Nicht mehr in die Mine. Boah, haben wir noch 4 zu Hause? Ne, ich nehme es so mit. Ich weiß nicht mehr, was wir zu Hause haben. Nenn ich für irgendwas auch Kirschen? Tomaten überhaupt noch pflanzen?
Hier bräuchten wir Kirschen für. Okay, die sind eh alle zu teuer. Aber haben wir auch gerade erstmal kein Heu. Wir brauchen erstmal Geld auf jeden Fall. Ey, Alter, ich weiß, wo deine Shorts sind. Die sind bei Mani. Die hast du beim Knicki Knacker vergessen. Ein Erdkristall, nix. Was ist das? Richtig tolle Arbeit geleistet. Das habe ich gebraucht. Das hat mich. Das, jetzt ist mein Leben glücklicher. Ich nicht nachgucken, was ich schon gefangen habe? Keine Flunder gefangen. Ja, dann nehme ich die nicht an, das macht keinen Sinn. Frage mich gerade, ob wir das Jagold verkaufen können. Die werde ich, glaube ich, auf jeden Fall. Oh, ich weiß nicht, ob ich Pech davon was verkaufen. Ich weiß es nicht. Schwierig. Ach, der ist noch überall drauf. Okay. Die ist natürlich generös. Kaufe ich das jetzt oder verkaufe ich das nicht? Obwohl, sie haben davon halt noch nichts, ne? So ist auch gut, wie sehr sich unsere 10.000, die wir alle erarbeitet haben, in 900 aufgelöst haben und wir bis jetzt noch keine Rendite gemacht haben. Schwierig. Kann man die eigentlich irgendwann verbessern? Pilze, gut, dass ich das gesehen habe. Aber jeweils nur einer drin ist, beziehungsweise zwei bei dem gewöhnlichen braunen Pilz, ist aber auch eine Frechheit. Können wir das Lebenselixier denn herstellen? Nice.
Ich kann nicht verkaufen. Ja, wobei du gibst auch Energie, ne? Glaube, ich behalte erstmal alles, was Energie gibt. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Freunde, wie sehr in meinem Inneren mich dieser Fehler nervt. Doch, wahrscheinlich könnt ihr es euch vorstellen. Aber, ey. Ist aber auch dumm beschrieben bei Amazon. Wobei ich der Shop-Seite da gar nicht so viel Schuld zugeben geben möchte, weil ich hätte ordentlich gelesen. Oder aufgepasst und hätte das nicht so eine Halbeile gemacht oder was auch immer, dann wäre das nicht passiert. Also das ist auch schon meine Schuld. Ich finde nur, es hätte auch besser beschrieben werden können. Aber es ist absolut meine Schuld wegen diesem Hin und Her. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, dann tut es mich trotzdem eigentlich deswegen fast noch mehr. Na gut, na gut, na gut. Ich den noch? Siebzig Holz gibt. Das sehe ich ja jetzt erst. Natürlich ist ja kein Wasser mehr. Was habe ich da eigentlich? Da habe ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist das? Ach, eine Wurzel. Dass ich das gesehen habe. Weil die Blaubeeren gleich umsonst gewesen. Haben jetzt leider in der zweiten Aufnahme, ich weiß gar nicht, ob wir in der ersten oder der zweiten Aufnahme Folge weniger gemacht haben. Tut mir auch ein bisschen leid, dass wir da jetzt nicht mehr geschafft haben. Trotzdem glaube ich, sind wir jetzt mit Anfang von Tag 6 tatsächlich ganz okay. Wir haben, glaube ich, 2 Tage per Folge geschafft, so ungefähr. Vielleicht nehme ich nachher nochmal was auf. Ich muss mich jetzt erstmal um den echten Kater kümmern, der sich hier irgendwo schmollend in der Ecke gelegt hat. Habe ich, wie ihr bestimmt gemerkt habt, Hunger. Für mich heißt jetzt auch was Vernünftiges essen, Mann. Plan. Ich werde auf jeden Fall Blaubeere jetzt, glaube ich, länger anbauen. Vielleicht noch Heu, wenn wir das erste gute Geld haben. Und das war's, glaube ich. So werde ich es handhaben. Und dann gucken wir mal. Da müssen wir auf jeden Fall für den Winter. Ne, Herbst gibt es. Gibt es Herbst in dem Spiel? Falls es Herbst in dem Spiel. Für die nächste Jahreszeit. Für die nächste Jahreszeit müssen wir uns auf jeden Fall besser vorbereiten. Das ist ein bisschen blöd, dass wir den ersten Tag vermasselt haben. Aber gut, passiert. Ansonsten bleiben wir nichts mehr zu sagen, außer Würsingkohl. Hier ist noch eine Cabanossi. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei irgendwas anderem. Aber wir gucken erst noch, was wir eingenommen haben. Okay, das ist nix. Das sind 60, dann kostet das normale Weizen was? 25? Boah, da braucht man aber dann schon viel von. Na, okay. Na, okay.
Gut, Freunde, ich wünsche euch was bis dahin. Wir sind cool. Wenn die Aufnahme stoppen würde.